Plus kurz vorher, wer hat jetzt was genommen? Und Napier nochmal Rucksack kriegt 2. mit dem Spiegel, okay. Ja, Aldred? ich habe eins mit. Achso, ja. Das ist der Ich mag Reinach, so richtig. der Reinach. Aldred, was hast du genommen gehabt? Ich habe Backpack 6 mit dem Mit? Papier und Mit dem Kohle. Papier. Alberich? Nummer 7 mit den Mit den Murmeln. Murmeln. Aranis? Eins mit den Münzen. Eins mit den Münzen und Benjamin hat genommen gehabt den mit dem. Nummer 9 mit der Kette. Okay, gut. Dann, wo wollen die Herren hin? Ah, Moment. Also ihr tretet wieder vor diese Kapuzengestalt. Habt ihr gewollt? Ja. Ist das eure Entscheidung? Ja. Tor Nummer 2. Dann begrüße ich euch zu der Prüfung. Wünsche euch viel Glück auf eurem Weg. Und als letztes Abschiedsgeschenk, und er deutet nochmal mit einer ausladenden Bewegung hinter sich, und auf dem Tischen, wo vorher die Waffen und die Rüstung und die Items waren, und diese Rucksäcke, hat sich mehrere, was heißt mehrere, haben sich 5 Becher materialisiert. Trinkt. Und was passiert dann? Schweigen. Tja, Ich wer nicht wagt, riech der mal nicht dran. gewinnt, wa? Ich riech mal dran. Ich nehme Also, mal Becher. Aran, ihr riecht absolut geruchsneutral. Ja, dann. Ist eine leicht silbrige Flüssigkeit. Nicht lang schnacken, Kopf in Kopf den in Nacken, Nacken. Okay. genau. Gib ihm. Cheers, Nadapier! Und schluck, gluck, 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 gluck. Okay. Ihr fühlt Ich erstmal schmecke gar nichts. eine Note von Pfingstrose. Also, es ist Ist ein trockener tatsächlich. Jahrgang. Würzig im Abgang. Es schmeckt so wässrig. Was euch überrascht, es schmeckt nach dem jeweiligen Lieblingsgetränk von euch und gleichzeitig nach dem Lieblingsessen von euch, was irgendwie nicht sein kann. Whisky Und mit Pizza. ihr fühlt ein warmes Gefühl, was sich in euren Mägen ausbreitet. Wenn ihr irgendwelche Exhaustion habt, weg. Eure HP? Voll. Zauberslots? Voll. Dieses Ich Neues? bin so frei und würde auf Long Rest einfach drücken, wenn das erlaubt ist. Nee, weil dann eure Hitter ist zurückgesetzt. Weil Hitdice, dann die genau. Hitdice zurückkommen und die haben wir explizit nicht zurück. Richtig. Irgendwelche anderen Klassenfertigkeiten außer Zaubern, die man zurückkriegt? Ja, die Klassenfertigkeiten, die ihr benutzt habt, kommen zurück. Frage ist, zählen dazu auch Klassenfertigkeiten, die du benutzen musst bei der langen Rast, theoretisch? Inwiefern? Zum Beispiel jetzt Hexblade-Feature, dass ich Schwerter mit Charisma anstatt stärkere Dexterity Na, das führen darf. nicht. Das nicht. Dafür müsst dann wirklich lange Rast aufwenden. Okay, gut. Das wollte ich halt nur wissen. Na, kein Problem. Gut. B-b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 
Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten mit der Kampfstärke anfangen. Ja, hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Hinter uns. Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten eine 5-Minuten Pause machen und uns danach entscheiden. So, mal kurz aufs Können Kopf wir gehen. Auch machen. Dann machen wir die Pinkelpause. Alles klar. Okay. Also, welche Prüfung nehmen wir zuerst? Also, in Character wäre ich tendenziell auch dafür, wir machen die Kampfstärkeprüfung, solange wir noch fit sind. Mhm. Allerdings, out of character, weiß ich nicht, ob wir in der Dreiviertelstunde, die uns noch bleibt, die Kampfesprüfung hinkriegen. Und würde fast eventuell sagen, fangen wir vielleicht mit der Geistesschärfeprüfung an. Die klingt am wenigsten nach etwas, was uns Ressourcen frisst. Aber vielleicht brauchen wir dann relativ lange, um das Rätsel zu lösen. Hm. Das lässt sich einfach pausieren als im Kampf. Richtig. Und Leitersatz alles und die Universitätsleit. Also wenn es das nicht hinhaut, dann ist es aber düster. B. Gut, dann machen wir die Geistesschärfe. Okay. Ja, gut. Geistesschärfe it is. Okay. Also ihr steht vor der Tür, die nach Südwesten führt. Und auf dieser Tür ist ein auch so eine blaue Kugel wie auf der Haupttür in der Norden. Und die ist nur verschlossen. Als ihr vor dieser Tür steht, schnipst die verhüllte Gestalt und die Tür fährt langsam nach oben und gibt den Weg zum Inneren frei. Wo ich auch wieder so einen Tunnel erwartet mit selbstentflammenden Fackeln. Okay, dann gehen wir mal vorsichtig rein. Ich schaue mir das Ganze mal an und guck mal, ob ich irgendwie Fallen erkenne. Dito. Okay, dann gibt's mal einen Perception-Check. Verdeckt. Scheint leer zu sein. Gut, dann... Hatte der Rest eigentlich hier drin schon nach dem Moos geguckt, als ich nicht da war? Also da ist... Also, ihr habt lange genug Zeit gehabt, dass ihr da drin seid in diesem Hauptraum oder diesem zentralen Raum, war nichts dergleichen zu finden. Nichts mit Moos. Ja, ich hab ja auch vorhin schon gesagt, dass ich mich durchgehend nach diesem Moos umschaue. Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Ohne Moos nichts los. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass unser Spielleiter mich dann darauf hinweist. Ja. Vor allem mit einer Passive Perception von 15. Ich habe keine Ahnung, was du mit Moos meinst. Wir brauchen noch rotes Moos für den... Für das Gegengift. Für das Gegengift, ja. Ich weiß nichts von einem Gegengift. Hm. Alles klar, Hans Schnee. Laufen wir einmal weiter. Ja. Okay. Also ihr geht... Benjamin geht einmal vorsichtig vor. Nimmt einmal so die Spitzhacke, die er sich genommen hat und versucht so, die ist wahrscheinlich ein bisschen kurz dafür, aber er versucht mal so vorsichtig so leicht den Boden abzuklopfen. Okay. Gelingt. Du klopfst. Während er halt langsam vorgeht und immer weiter Ausschau nach Fallen oder irgendwas auffälligen hält. Okay. Nichts zu finden. Und nach so, sagen wir mal 200 Metern kommt ihr zu einer anderen Tür, diesmal eine wunderschön gearbeitete Holztür. Und auf dieser Holztür ist ein Schild angebracht. Und auf diesem Schild ist Folgendes zu lesen. Nicht alles ist immer so, wie es scheint. Ein anderer Blickwinkel eröffnet neue Möglichkeiten. Wir haben einen Spiegel dabei. Gut. Ich würde mal gucken, ob die Tür verschlossen ist. Wie würdest du das machen wollen? Indem ich
mit der Spitze von meinem Kurzschwert versuche den, also ist ja wahrscheinlich ein Türgriff oder irgendwas da. Ja. Ja, versuche den halt runterzudrücken. Okay, gelingt. Und die Tür schwingt langsam nach innen auf. Gut. Ihr kommt in einen Raum. Kannst du ganz kurz nochmal den Spruch auf dem Schild wiederholen? Nicht alles ist immer so, wie es scheint. Ein anderer Blickwinkel öffnet neue Möglichkeiten. Genau. Gut. Fahre fort mit, was wir sehen in dem anderen Raum. Okay, also ihr kommt in einen Raum, der ziemlich, ziemlich groß ist. Wir sprechen hier von 15 Meter im Durchmesser locker. Locker. Und in diesem Raum ist gar nichts. Komplett leerer Raum. Benjamin macht einen Handstand und schaut sich um. Okay, du stößt dir auf die Hände. Immer noch nichts. Narapi holt den Spiegel heraus und guckt in den Spiegel sich den Raum an. Okay. Also du blickst durch den Spiegel hindurch. Ja, beschreib mal halt mal, wo schaust du entlang? Wo schaust du hin? Wo schaust du nicht hin? Ich guck mir einfach alles. Wo du hinschaust. Ich würde mich mal so mittig in den Raum reinstellen. Mhm. Den Spiegel so vor mich halten, dass ich halt da reingucken kann. Mhm. Und dann würde ich mich mal so rundherum drehen. So langsam im Kreis, also im Kreis rundherum drehen und mal mich so ein generelles Bild umschauen. Okay. Du siehst durch den Spiegel hindurch, was von deiner natürlichen Sicht entweder nicht zu sehen ist oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite von der Tür, in die ihr reingekommen seid, eine andere Tür. Fest verschlossen. Und auf den Seiten neben der Tür in ungefähr 30 Fuß Abstand voneinander zwei Eisenketten aus der Wand herauskommen. Du meinst, die andere Tür ist auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes? Genau. Und der Tür, wo wir reinkommen sind. Genau. Genau, also, ich würde einfach mal... Du hast nämlich auf der anderen Seite gesagt und mein erster Gedanke war, okay, auf der Rückseite der Tür, durch die wir reingegangen sind. Das war eine gute Idee. Ich würde einfach mal Alberich und Benjamin darauf hinweisen, zu jeder einer dieser Ketten deuten und denen mal anweisen, dass sie da hingehen sollen. Okay. Also, dann würde ich hin und fange da an, die Wand abzutasten. Ja, ich würde die halt so lotsen, dass die halt genau dann sozusagen, dass sie einfach nur noch zugreifen müssten, bis sie die Kette in der Hand hätten. Okay, ja, gelingt. Ja, und ich taste die Wand ab. Ihr spürt tatsächlich etwas, was sie anspürt wie eine ziemlich feste, dicke Kette, die ihr nicht sehen könnt. Die ungefähr so einen halben Meter aus der Wand rauszukommen scheint. Je nachdem, wie ihr halt die abtastet. Du sagtest, die Ketten sind 30 Fuß von der Tür entfernt, richtig? Nein, voneinander sind sie 30 Fuß entfernt und jeweils links und rechts von der Tür. Also 15 Fuß. 15 Fuß jeweils, ja. Also, 5 Meter ungefähr. 4,50. Ja, wir bräuchten drei Seile, um sie miteinander zu verbinden. Die Seile selber sind nur 1,5 Meter, sagtest du. Die Seile? Die Ketten. Die Ketten kommen ungefähr einen halben Meter, 40 Zentimeter, einen halben Meter aus der Wand raus. Wir bräuchten aber drei Seile, um sie zu verbinden. Ziehen? Ja. Am besten zugleich, oder? Wir ziehen gleichzeitig. Okay, Narapir, du zähl an. Auf 3. Ja. Nee, von 3 runter. 3, 2, 1, los. Und auf los ziehen wir. Ja. 3, 2, 1, los. Hau ruck! Wie hoch ist bei euch jeweils der Stärkewert? Wir haben beide 20, glaube ich. Okay. Ja, also 20. Mit ziemlicher Kraftanstrengung schafft ihr, dass ihr die nicht sichtbaren Ketten anzieht.
die kommen auch ein bisschen aus der Wand raus, anscheinend. Und Narapir, du siehst durch deinen Spiegel, wie sich das Tor nach oben hebt. Ja, dem Rest zeige ich dann, wo das Tor hingeht. Ich bleibe aber selber noch im Raum. Okay. Ja, wie sieht's denn aus, wenn ihr die Ketten jetzt ein bisschen wieder zurücklasst? Geht das Tor wieder zu oder hat sich da irgendwas festgehakt? Habt ihr irgendwie so ein Klicken oder irgendwas gespürt? Berechtigte Frage. Probieren wir das mal aus. Wir lassen einmal den Zug so ein bisschen los. Beziehungsweise wir spüren ja, ob die Ketten immer noch an uns ranziehen. Ja. Okay, Alberich, halt du mal. Rest, kommt her und greift. Also der Rest soll mal bitte zu mir kommen und die Kette von mir abnehmen. Mhm. Okay, macht der Rest das auch? Ja. Okay, genau, also ich würde dann mehr festhalten. Als einer. Ja. Ja, ich weiß, aber ich habe gerade nicht alles mitbekommen, deswegen, was ist los? Nimm mir die Kette ab! Welche Kette? Die ich halte, die unsichtbare! Ach, wer von uns hat die hohe Intelligenz? Ja, nein, anscheinend nicht er hier, nicht ja. Er. Der Player war AFK, nicht der Spieler. Bitte behandelt es richtig. Ich kann das nicht immer ausstehen, wenn ich, weil ich halt mal was als Player nicht gehört habe, dass der Charakter dann irgendwie total anders dargestellt wurde. Bitte. Ja, ich helfe. Narapir, hast du auch mit? Ja, ich gehe mal an. Ich gehe auch dazu. Okay. Also ich hätte dann an die 3 ab. Okay, welche Stärke habt ihr jeweils? 14. Mm-hmm. 10. 11. Und ich bin half proficient in Athletik. Okay, dann dürft ihr mal alle einen Athletics-Check insgesamt geben. Siebzehn. Also mit Ach und Krach schafft ihr das, dass ihr die Kette festhaltet. Also ihr bekommt sie jetzt nicht wirklich gut rausgezogen, aber sie geht auch nicht mehr rein. Gut. Aber das heißt, das Tor sollte sich jetzt... Achso, nee, warte mal. Aber nur, weil wir dranhängen. Narapir, oder hast du den Spiegel gerade griffbereit? Also Benjamin, ich muss kurz warten, weil ich hier ein Telefon geklingelt hatte. Ja. Benjamin würde jetzt, wo die anderen das haben, einmal dahin gehen, wo das Tor ist. Beziehungsweise einmal so mit der Hand an der Wand entlang laufen, bis seine Hand irgendwie durch die Wand durchragt. Okay. Weil ich vermute einmal, das ist immer noch unsichtbar, die Tür. Ja. Und sich dann so quasi in die Wand reinstellen und nach oben greifen und sich irgendwie gegen das Tor stemmen, wenn er was spürt. Okay. Also du spürst tatsächlich den Rand von dieser Steintür und allein von der Größe und Dicke dieser Tür kannst du schon ausmachen. Also wenn du sie halten willst, dann wirklich bloß für einen ganz kurzen Augenblick und unter gewaltiger Kraftanstrengung. Oh, sorry, ich war hier gerade wieder abgelenkt. Kannst du den letzten Satz kurz wiederholen? Ab wann? Unmittelbar vor unter gewaltiger Kraftanstrengung. Okay, also... Durch die Dicke von der Tür und wie groß die ist, kannst du schon sagen, okay, wenn du die Tür hochstemmen willst, die ist so schwer und wird wahrscheinlich so schnell runterkommen, du wirst das, wenn du es halten willst, wahrscheinlich unter riesiger Kraftanstrengung einen kurzen Moment aufhalten können, aber ja. Wie weit haben wir die Ketten bisher rausziehen können? Also sind die jetzt ein... Doppelt so weit draußen, wie sie vorher waren? Jetzt sind es ungefähr einen Meter raus. Das bedeutet, dass sie noch 8 Meter dazwischen war. Ne, 15 Meter waren sie insgesamt, wo die entfernt waren voneinander. Oder? 30 Fuß, also 9 Meter. Oder 9,5. Okay, also sind die 7 Meter voneinander entfernt noch. Weil wir können theoretisch versuchen, die beiden Ketten jetzt halt mit den Seilen zusammenzuhalten. Das war meine Idee. Wir müssen dass die sich gegenseitig mehr oder weniger hochhalten. Genau, zusammenknoten mit 2 Seilen auf Spannung halten. Ist halt die Frage, ob das Seil hält.
Das muss nur lang genug halten. Warte, ja. wir haben die Kette dabei. Wie lang war die Kette? 4 Meter. Ja gut, das funktioniert. Ja, das macht keinen Unterschied. Ja, aber wir eigentlich, halt, also mit 4 Metern sollte es quasi gerade genau passen, dass es dann stramm ist, wenn es so ein Stück runterrutscht. Ja, aber die Kette ist ja nicht offen. Wir können die Kette ja nicht anbringen, außer wir binden da Seil im Prinzip an die Enden. Oder hat die Kette ein offenes Glied, das man einhaken kann. Schauen wir mal die Enden der Kette an. Die sind abgerundet. Ein offenes Glied würde da keinen Sinn machen, weil das würde rausrutschen. Aber theoretisch müsste es ja, wenn Benjamin das kurz auffällt, wir haben eigentlich alle genug Reichweite, um da kurz hinzurennen. Also, bewegt euch mal mit den Ketten straff so ein bisschen Richtung Mitte. Mhm. Ich werde gleich groß, halt die Tür auf, solange ich das und so schnell, solange ich das kann. Ihr rennt schnell durch und ich... Also, um groß zu werden, dafür ist der Türraum nicht groß genug. Das ist eine Frage der Weisheit und im Normalfall sollten wir ja einen unserer Gegenstände oder irgendetwas benutzen, was wir als Gegenstände erhalten haben. Spiegel. Ja, dafür haben wir den Spiegel genutzt, um das ganze Ding zu sehen. Ach ja, ja. Ja, stimmt. Das habe ich schon vergessen. Genau, ja, wir haben ja theoretisch haben wir ja 5 Seile dabei. Das braucht jetzt halt eins davon oder 2 opfern, um die Tür aufzuhalten. Ich glaube, wenn wir zwei Stücke Seil benutzen, um die Tür aufzuhalten, da werden wir nicht dran damit scheitern. Ja. Ja. Also wir müssen aber auch mindestens 2 benutzen. Wir können nicht mit einem arbeiten, weil das wäre zu kurz. Nee, zu kurz ist, die sind ja 10 Meter Seil. Also es wird theoretisch reichen, aber es ist halt die Frage, ob das die Spannung halt aushält. Was sich ja. 10 Fuß. Nicht 10 Meter. Okay, sorry. Ja. Deswegen meinte ich, wir brauchen mindestens. Ich weiß jetzt sogar, ob wir 3 Seile brauchen, weil ja, stimmt, Ketten, Fuß. So. Hm? Die Ketten gehen ja nur jeweils 1 Meter raus, also 3 Fuß ungefähr. Und also um die Seile mal zu beschreiben. Ihr kennt doch sicher vom Sportunterricht diese Kletterseile, wo man Affe hängen haben müssen. So muss man sich die vorstellen. Also das sind keine so dünne Seilchen zum Seilspringen, also das sind schon Teile. Ja, also mehr Tau als Seil. Wobei Taue auch nicht mehr so dick sind. Da hat sich die Werkstofftechnik ein bisschen weiterentwickelt. Die sind auch nur noch so dick. Also auch die normalen Kletterseile. Selbst gutes Segeltau. Halt, ja, wie gesagt, auch ein normales Kletterseil, was du halt benutzt, ist nicht gerade dick. Das sind auch so. Herrschaften. Wir sind hier in einer Fantasy-Welt. Denkt's Mittelalter, nicht Neuzeit. Ne? wir haben hier noch keinen Nylonfaden oder sowas. Eben. Ja. okay, ja gut, aber dann sollten die Seile das aushalten. Oder zumindest lange genug aushalten. Magische Seidenraub. Ja gut, dann müssen wir halt 3 Seile nutzen. Das ist dann halt so. Wir könnten also die Seile ja nutzen, um die Ketten zu verlängern, um dran zu ziehen, um es offen zu halten und uns dann hinbewegen. Und Alberich und ich lassen dann los und springen schnell durch. Die Frage, die sich stellt... Wenn wir sie lang genug haben, dann können wir einfach durchlaufen, während wir es ziehen und offen halten. Die Frage ist, müssen wir den Weg auch wieder zurückgehen? Und sollten deswegen das Tor versuchen aufzuhalten. Also der Raum, durch den ihr gekommen seid, beziehungsweise die Tür, die zu den Prüfungen geführt hat, die ist hinter euch wieder runtergegangen. Also wahrscheinlich nicht, ja. Aber gute wahrscheinlich Idee, nicht. Ja. Das ist ein guter Einwand. Entschuldigung. Aber wie gesagt, wenn es ein kurzer Moment aufbleibt, wir könnten auch einfach versuchen durchzurennen. Ja. Also ich gehe jetzt mal so aus, das bleibt ein Combat-Turn offen. Nö. Das bleibt keine 6 Sekunden offen. Never. Ja, aber selbst einen halben Combat-Turn, wenn wir darüber sprinten, sollte das sobald eigentlich reichen. Sobald du das loslässt, geht's runter. Sofort. Ja, aber wenn Benjamin das aufhebt, darum war's. Ach so. Andere Frage. Können wir im Prinzip, wenn sie mit dem Seil, wenn sie das Seil in der Hand haben und daran ziehen, können die damit im Prinzip in den Türrahmen reingehen schon? Also würde die Entfernung so weit passen, dass sie eigentlich mehr oder weniger schon durch die Türe durchgegangen sind, mit einem Seil an der Kette gezogen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, weil dann lassen sie los und ein einziges Seil ist zu kurz dafür. Ja. Ihr habt ja 5. Dann würden wir aber 4 Seile verwenden. 2. Ja, und stattdessen können wir einfach 3 nutzen, um die 2 Ketten einfach zusammenzuknoten. Dass sie sich gegenseitig auf Spannung halten. Dann ist die Tür zwar nicht ganz offen, weil das kriegst du, glaube ich, nie so richtig hin, aber die Tür wäre so weit offen, dass wir alle durch können, ohne dass es zufällt. Ja. Dann haben wir halt unsere Seile verbraucht und wir wissen halt noch nicht,
wie weit und wie viel in der Prüfung noch kommen, ob wir die noch brauchen. Kannst du dich vielleicht mit dem Dings nochmal umschauen, ob du vielleicht irgendwie noch einen Hebel siehst? Oder ist das wirklich alles nur, ist in dem Raum nur diese zwei Ketten? Ich schau vielleicht mal mit dem Spiel auf der anderen Seite von der Tür. Haben wir uns noch nicht angeguckt. Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Kann er nicht schon mit dem Spiegel auf die andere Seite gehen und da gucken, was es da gibt? Bijan nimmt die Kette wieder an sich. Mhm. Und dann gehe ich mit dem Spiegel mal durch die Tür durch und guck mal auf der anderen Seite von der Tür. Auf der anderen Seite der Tür ist Gong. Ich habe noch eine Idee. Guck mal bitte genau auf den Boden, so ungefähr 1 Meter oder sowas von der Tür entfernt. Guck da mal bitte mit deinem Spiegel. Ob da irgendwie Ösen oder sowas sind. Würde ich machen, ja. Nix. Nichts. Und schau auch ohne Spiegel. Nicht, dass der Perspektivenwechsel hier wieder rückwirkend ist. Also wir haben jetzt in diesem anderen Raum sind nur diese zwei Ketten und die Tür, die wir nicht vorher gesehen haben. Kein Schalter, kein Hebel, kein Dings. Nope. Wenn ich das recht verstehe, sehen wir das auch alle nicht, sondern nur durch den Spiegel. Der beschreibt es. Genau. Ja, ich meine, aber wir sehen das, wir wissen, dass sie da sind, aber wir sehen es. Sagen wir mal so, Aranis, die Prüfung heißt Prüfung der Geistesschärfe. Da wird nicht voll geprüft, wenn du einen Knopf drücken musst. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, dass wenn Benjamin die Tür aufhält für den Moment, dass wir da alle eigentlich durchgehen kommen sollten. Also ich könnte vor der Tür stehen, wo noch Platz ist, groß werden. Mich in den Rahmen rein heften, euch schnell durchrennen lassen, nachdem ihr losgelassen habt, und dann hinter euch durchkommen. Allerdings hat das also, viel mit Geisterschärfe zu tun. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hat mehr eine Körperkraft. Also weiß ich nicht, ob das funktioniert. Deswegen würde ich. Ich habe die Geisterschärfe, um meine Körperkraft zu benutzen. Ja? Sag mal so, du passt groß auch nicht durch den Tunnel durch. Dann das nächste Problem. Na gut. Dann zusammenbinden. Ja, zusammenbinden. Dann nutzen wir drei Seile, verknoten die und... Reichen nicht zwei? Nee, zwei reichen ja gerade nicht. Sind 15, oder? Nee, es sind 10 Fuß. Wir haben insgesamt 30 Fuß Strecke, die wir überbrücken müssen. Wir haben zu jeder Seite 1 Meter ungefähr. Das sind 3 Fuß. Das heißt, uns fehlen irgendwie 3 Fuß. Okay, alles klar, ja. Ich dachte, die wären auf 15 Fuß dann aneinander dran, wenn wir sie ausziehen. Nee, 15 Fuß. Die Ketten sind 15 Fuß von der Tür. Von der Tür weg, okay. Ihr könnt die Kette ungefähr auf 1 Meter aus der Tür rausziehen. Mhm. 1 Meter sind halt knapp 3 Fuß. Ja, richtig. Gut. Dann hole ich mir während Alberich und. Also, wir könnten Benjamin ein Seil halbieren. Und ja, zusammenknoten. Dass es sich halt nicht ganz so arg ausdehnt. Dann nutzen wir halt 3 Seile, haben noch 2 über. Ja, dann 2,5. Während Alberich und Benjamin die aufheben, nutze ich mal die Seile von Eldred, Narapi und Aranis, um das zu verknoten. Die Frage ist, ja genau, wir sollten den nehmen, der den stärksten Knoten binden kann. Also so, weil das Gewicht lastet ja auf den Knoten. Ja. Okay. Und ich würde es halt vorher einmal testen. Würde ich mich anbieten. Ja, ich würde es halt vorher einmal testen, bevor wir durchgehen. Okay, wie würdest du es testen? Ja, dass indem man loslässt und guckt, was passiert. Indem man alle von der Tür weggehen und dann guckt, was loslässt und guckt, was passiert. Also langsam schon loslässt, nicht schlagartig. Sind die jetzt schon miteinander verbunden? Das würde ich jetzt machen. Okay. Ja. Na, ich meine, ob die testen wollt, nachdem sie verbunden worden sind, ob es halt. Genau, ja, ob die Seile, schrägstrich die Knoten, das Gewicht und den Zug aushalten. Darum okay, also, Narpier bindet die Seile zusammen. Halblingsknoten. Er denkt, dass das gut hält. Ein bisschen fummelig mit dem Spiegelbild. Ja, ich drück so Eldred den Spiegel in die Hand, bleib genau da stehen und hebt mir so den Spiegel. Und dann sehe ich so im Spiegelbild, guck den mir so, mach dann so. Die Perspektive ist halt ein bisschen ungewohnt, aber du schaffst es, dass du einen Knoten zusammenbindest. Und. Wollt ihr schnell loslassen? Wollt ihr langsam loslassen? Langsam kontrolliert, dass das Seil sich am auch besten kontrolliert erst auf einer Seite loslassen, dass sich das Tor im besten Fall schräg stellt und verkeilt. Also Benjamin hält die Kette stramm auf seiner Seite und lässt Alberich erstmal langsam loslassen. Okay.
Eldred, Aranis und Narapir, wir beobachten das Seil, um schnellstmöglich zu melden, falls da irgendwas anfängt zu reißen. Mhm. Okay. Alles klar. Also, ihr lasst einen Teil der Kette los, die geht ein bisschen rein. Ja, und bleibt da. Erst mal. Und jetzt hat. Schaut euch mal das Tor an, wie verkeilt das ist. Beziehungsweise wie viel Zug spüre ich noch auf meiner Seite. Org voll. Sehr, 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 sehr viel. Das heißt, es verkeilt sich nicht. Okay. Dann lass mich jetzt auch vorsichtig los. Also, du lässt langsam. Die Kette los. Beziehungsweise ich lass nicht los, sondern ich halte es immer noch fest, aber gehe jetzt in Richtung, okay, wo ich gezogen werde. Okay. Also ihr hört die Kettenglieder über Stein scharren. Glück, 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 Glück. Ihr seht, wie sie das Seil in der Luft spannt. Ihr hört, wie das Seil unter der Belastung knarzt und knirscht. Wollt ihr ganz loslassen oder? Ja. Also, okay. Alberich hat ja schon ganz losgelassen. Ich halte es quasi noch am letzten Stück fest und warte darauf, dass die anderen sagen, wie die Knoten halten. Okay, also es knarzt und knirscht, aber scheint zu halten. Zumindest die Knoten. Ihr wisst zwar nicht, wie lang, aber es scheint zumindest lang genug zu halten, dass höchstwahrscheinlich durchkommt. Ja. Okay, das hält wahrscheinlich lang genug für uns. Let's go. Wir gehen durch. Geht ihr erst durch, ich lasse dann los und renn hinterher. Ja, okay. Ich bewege mich so, dass ich möglichst nahe am Tor stehe. Okay. Und ich halt noch die Kette in der Hand halte. Also die anderen gehen durch. Gut. Benjamin, du siehst die anderen durch die Wand verschwinden. Konntest die anderen aber dann leider nicht mehr sehen, weil ja diese Illusionswand davor steht. Will einer von euch kurz eine Hand durchhalten, dass ich weiß, wo ich hinrennen muss? Hierhin! Ja. Es guckt so eine blaue Hand. Es guckt so eine blaue Hand aus dieser Unsichtbarkeit. Und da drüber so diese gepanzerte Zwergenhand. Okay. Okay. Benjamin, lässt los und rennt los. Also du rennst los, das Seil knirscht und knarzt unter der Belastung von diesen Tonnen von Stein, die an diesem Seil ziehen. Du hechtest durch das Mauerstück, wo die Hände rauskommen. Kracht so ein ganz kleines bisschen gegen deine Kompadrin, als sich die. Ja, also Knoten, über Narapier laufe ich ja drüber. Ja, genau, stimmt. Als die Knoten, die das Seil zusammenhalten, sich langsam auffasern, lösen und rumps! Kracht die Steinplatte nach unten. Und hinter euch mehr Tunnel mit Fackeln. Jo, dann mal auf zur nächsten Prüfung. Ja, das war das. Ist halt die Frage, was jetzt schon. Staubwolke hervor. Cool Geist und look at explosions. Schreitet voran. Okay. Und das war erst der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Wie ist die Frage, ob das jetzt schon alles war oder ob noch mehr kommt? Ja, ich bezweifle es. Ihr kommt nach ungefähr wieder so 100 Metern an eine weitere Tür. Diese Tür ist nicht so schön gearbeitet wie die erste. Es ist ziemlich, ja, fast schon voll zu einfach für das, was ihr bisher in diesem Tempel gesehen habt. Fast schon barbarisch gearbeitet. Also ihr seht alte Holzplanken, schon modrig, faulig, aber auch wieder ein Schild. Und auf diesem Schild steht: Selig sind die, die für ihr Ziel nicht über Leichen gehen. Aha. Selig sind die, die für ihr Ziel nicht über Leichen. Okay. Wir hätten die Seile nicht opfern dürfen. Haben wir noch die Kette für Notfälle? Mhm. Sehr gut. Jetzt in Bezug auf Leichen und Opfern und was nicht alles. Wir haben ja die Seile hinter uns gelassen. Hm. Also Seile wir haben quasi noch zwei. Die ja. Nevermind. Ich versuche einmal die Tür zu öffnen. Okay, die Tür geht nach innen auf und dir schlägt ein Geruch von getrocknetem Blut, Schweiß und Tränen entgegen. Im Innen des Raumes, der
aussieht, als wäre er über und über mit getrocknetem Blut besudelt. Steht in der Mitte des Raumes, der ungefähr eine Seitenlänge wieder von 15 Meter aufweist. Genau in der Mitte des Raumes, zu euch hingewandt, eine Streckbank mit einem Elfen drauf. Servus. Nett. Ich wende mich angewidert ab. Okay. Was machst denn du da drauf? Ich hab schon Schlimmeres gesehen, nachdem wir Drow-Stellungen gestürmt haben. Also von daher. Wie ist der Elf hier angebunden, festgemacht? Der ist auf der Streckbank. Also seine Hände sind mit Eisenfesseln an den oberen Teil der Streckbank befestigt und die Füße auf den Metallschienen auf den unteren. Lebt er dann noch? Ja. Albrecht geht mal hin und guckt. Also, du gehst hin und Moment, langsam. Also, ihr geht beide hin und als ihr euch ihm langsam nähert, seht ihr, wie sich vom Geisterhand diese Streckbank von selber dreht und der Elfengefangene einen furchtbaren Schrei loslässt. Schmerzenschrei. Benjamin springt wieder zurück. Okay. Also ihr geht wieder zurück, die Streckbank entspannt sie wieder und das Schreien lässt nach. Benjamin dreht sich von ihm weg mit dem Blick auf die Wand und läuft an der Wand entlang, langsam. Okay. Vor. Okay. Mit was ist im Gesicht halt zur Wand. Okay. Sind es Seile oder Ketten, wo er befestigt ist an der Streckbank? Das sind so Metallfesseln und die Metallfesseln sind am Holz festgeschraubt. Also das heißt, das Holz geht dann auseinander sozusagen. So zwei Bretter sozusagen, die dann. Du stell dir eine Streckbank vor. Da hast hinten so ein. Ja, das ist mir schon so. Ich dachte schon, aber jetzt so eher so die Fesseln sind die dann halt an dem Drehmechanismus. Die haben am Holz dran. Und der Drehmechanismus ist auf der Seite, bewegt sich von selber und die Sachen gehen auseinander und der wird. Das wollte ich halt wissen, dass das Holzbrett auseinander geht und halt nicht, dass er irgendwie von Seilen oder Ketten entlang gezogen wird. Nein. Das wollte ich wissen, weil sonst hätten wir gucken können, ob man irgendwie vielleicht irgendwas Messer, Axt, whatever wirft und guckt, dass. Gib mir mal den Spiegel. Vielleicht hilft dir eine neue Perspektive. Ich reich mal den Spiegel weiter. Okay, du schaust in den Spiegel? Ja, also ich guck nach hinten in den Spiegel. Nee. Nee, den Elfen trotz. Diesmal nichts Unsichtbares. Ja, also die Schrift. Während Benjamin hier entlang läuft, die Wand? Wie weit wirst du lang rennen? Ich mach Schritt, warten, bis ich höre, dass irgendwas passiert hinter mir. Also sobald du die an der Wand entlang die Hälfte des Raumes ungefähr auf Höhe der Streckbank überschreitest und Richtung andere Hälfte des Raumes gehst, hörst du wieder, wie sich die Streckbank streckt. Okay, ich gehe wieder zurück. Okay. Also das heißt, wir quasi den halben Raum an der Wand entlang und ab der Hälfte hat sich dann erst gestreckt. Ja. Aber während wir gerade vor sind, hat er sich direkt gestreckt. Ja, du kannst davon ausgehen, entweder reagiert die Streckbank drauf, dass du zur Tür gehst, oder zum Gefangenen, oder auf beides. Ja, definitiv. Also, wenn man den Text draußen richtig deute, müssten wir den Typen befreien. Könnte ich kurz eine Schilderung des Raums bekommen? Ich hatte leider Telefon. Ja, das ist kein Problem. Also, Raum ungefähr 15 Meter Durchmesser, quadratischer Raum. Mitte, Streckbank, 11, sobald ihr euch ihm oder an der Wand entlang der Tür nähert, beginnt sich die Streckbank zu aktivieren, zu strecken und den Typen länger zu ziehen. Ja, Eldred, kannst du Mage Hand? Dürfte ich nochmal den Text von draußen sehen und ich guck gleich nach. Selig sind die, die für ihr Ziel nicht über Leichen gehen. Also wir müssen halt quasi den Elf am Leben lassen. Mhm. Ja, Mage Hand kann ich. Das ich krepiere euch gerade hier, also nichts für ungut. Mage Hand, ja, das ist ja ein Cantrip. Dann versuch mal mit der Mage Hand die Fesseln zu lösen.
Die Frage, Mage Hand materialisiert sich ja, glaube ich, da, wo ich erstmal bin, oder? Nee, auf einem Punkt in der Reichweite, glaube ich. Oder? Ah ja, at the point you choose within range. Nicht. Und da der Raum 15 Meter Umfang hat, kann ich theoretisch den ganzen Raum... Nicht Umfang. Durchmesser. Doch, ja genau, aber da, genau das meinte ich da, ein Durchmesser von 15 Metern hat, sollte ich ja jede, kann ich die Hand überall erscheinen lassen, weil das 30 Fuß Reichweite hat. Ich würde sagen, Albrecht, du kannst glaube ich auch Mage Hand, oder? Ja. Dann macht es so, dann benutzt ihr beide Mage Hand, um auf einer Seite sofort beide Fesseln, also zum Beispiel beide Handfesseln oder beide Fußfesseln zu lösen. Dass wir halt ich habe nur was vergessen. Tut mir leid, komplett vergessen. Von der Decke runter hängen auch verschiedene Folterwerkzeuge, so Metallkäfige, Metallhaken, alle voll besudelt mit Blut und Sachen, die nicht Blut sind. Ja, das habe ich noch sagen. Also es schaut aus wie eine Folterkammer. Wie groß sind die Metallkäfige? Ein Mensch kann nicht drin stehen, aber sitzen. Okay. Also nicht bloß Mensch, sondern halt alles, was humanoid ist, ungefähr halt. Ja. Also ich hatte kurz überlegt, aber dass wir halt so irgendwie einen Käfig über die Streckbank packen, dass die sich halt nicht weiter ausweiten kann, aber dafür ist der wahrscheinlich zu klein. Vor allem, wie willst du den Käfig dahin packen? Mage Hand irgendwie abschießen. Okay. Nur die kleine Frage, hast du mit dem Spiegel schon mal geguckt? Nicht, dass im Prinzip ja, das erste... Ja, da war nix. Genau, da war nix. Nur als Klarstellung, kannst du die Fesseln nochmal beschreiben, mit denen er gefesselt okay. ist? Stell dir vor, sind das Metallfesseln oder sind das Seile? Metallfesseln, und zwar so breit, wie die Hand... Also wenn du um deine Hand klingt, die Hand rumschlingst. So breit ungefähr. Eisen. Vielleicht hat die sind mit einer Kette am Holz befestigt. Nein, und die sind direkt am Holz. Festgeschraubt am Holz. Die Säureflasche hat keiner mitgenommen, oder? Nee, aber wir haben Ölfläschchen. Das heißt, wir könnten eigentlich die Hände in Öl eintauchen und dann näher rangehen. Und wenn es sich dann streckt, müsste er eigentlich dann durchflutschen können. Je nachdem, wie eng die Dinger sind. Ja, hier ist ja Handgelenk umschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt da so rangehe mit Öl, würde es gerade so... durchrutschen. Ich weiß nicht, was du für Hund hast. Daumen wird schwierig, dann müsste er sich das sprechen. Er muss ja nur nicht sterben. Die Frage ist, reicht es, wenn einer von uns durch die Tür, oder da ist wahrscheinlich eine Tür auf der anderen Seite. Jo. Reicht ja, es, aber wenn, sobald wir uns der Tür nähern, streckt sich das. Genau, sobald an. Irgendeiner hingeht, fängt das an. Ja, entweder der Tür nähern oder dem Elfen. Wobei sich der Tür nähern erst scheinbar ab der Hälfte des Raumes gilt. Ja, deswegen, ich würde eher vielleicht sagen, wir haben ja Öl, deswegen... Ja, nee, was hattest du vor? Oder was meinst du? Ja, deswegen halt mit der Mage Hand das Öl halt drüber gießen, über die Hände. Dass er rausflutscht, wenn er seine Daumen einschlägt. Müsste halt seine Daumen dann so einschlagen. Ich weiß nicht. Hallo? Hallo, ich rufe dir mal zu. Reagiert nicht. Ich glaube nicht, dass der irgendwie ansprechbar ist oder noch einen klaren Gedanken fassen kann. Reagiert auf ein elfisches Hallo. Nein. Aber eigentlich, wenn er seine Hand locker lässt, müsste ja der Daumen automatisch so eingedrückt werden, wenn die Fesseln versuchen drüber zu gehen. Hat der bei euren Versuchen, als der geschockt wurde, eigentlich überhaupt eine Reaktion gezeigt? So nach dem Motto, ja, Schmerzen zu schreien. Okay, das bedeutet, er lebt noch. Ja. Er lebt noch, ist wahrscheinlich nicht mehr so fit. Das heißt, im Sinne der Prüfung. Ja. Das heißt aber auch, wir können wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass er uns irgendwie einen sinnvollen Beitrag liefert. Mhm. Wie funktioniert denn der Verschlussmechanismus? Kann man den ohne Schlüssel öffnen? Dafür bist du leider nicht nah genug dran. Das ist, also auf 7,5 Meter kannst du schlecht ausmachen, was das für ein Verschluss ist. Jetzt hätte man das Fernglas gebrochen gekönnt. Nee, aber, Moment, wir haben doch Fackeln. Es geht nicht um die Helligkeit, es geht um die Entfernung. Mhm.
Also ich würde sagen, das mit dem Öl klingt eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, wenn wir das Öl über die Fesseln drüber gießen und dann die Bank sich strecken lassen, dann müsste der theoretisch rausflutschen. Ja. Also mein Vorschlag vorhin oder meine Idee vorhin war, was ist, wenn es jemand schafft, von hier direkt vor die andere Tür zu stehen, ob das das können wir aber wahrscheinlich so nicht herausfinden, ob das. Warte mal, kannst du teleportieren? Ich kann Misty Step. Er kann sich selbst teleportieren. Ja, ich habe leider Teleport. Moment. Hast du nicht dein Menschendoor an irgendeinem Punkt? Ja, das steht in meinem Buch. Und ich habe leider auf Greater Invisibility habe ich nur auf dem Level als Spell. Was ich meinte war, wenn ich mit Misty Step mehr oder weniger, kann ich mich ja 30 Fuß teleportieren und würde dann direkt vor der anderen Tür auf der anderen Seite stehen. Ohne an sie herangetreten zu sein im Bewegungssinne, aber. Was du lernst, dann bist halt nur du drüben. Ja, aber vielleicht langt es schon, um dass ich von der Seite auf den Typen vielleicht zulaufen kann und das da nicht reagiert, sondern nur von der Seite, wo wir jetzt sind. Mhm. Verstehst? Also das wird. Bezweifle ich und im schlimmsten Fall ist, das Rätsel reagiert, dass du dran bist und fängt an sofort zu strecken. Das ist meine Befürchtung, dass wir ihn befreien müssen, ohne dass wir im Prinzip direkt an ihn oder bevor wir direkt an ihn oder die Tür gehen. Was man auch noch sagen muss, als Benjamin an der Wand entlang gegangen ist, hat sich die Streckbank auch langsamer gestreckt, als wenn Alberich und Benjamin direkt drangegangen sind an den Elfen. Mhm. Also ich würde fast behaupten halt, da tatsächlich hier das mit dem Öl ist ein Versuch wert zumindest. Und wir haben dann aber immer noch 3 weitere Flaschen Öl. 4. Hat ja jeder Öl dabei. Die Frage ist, ob wir halt eine Flasche ausgeben und es dann halt über längeren oder ob wir halt 2 Mage Hands benutzen, dass es halt gleichzeitig passiert, falls halt die Mage Hands auch die Strecke von auslösen. Ach so, ja. Weil die müssen ja von unserer Position, wir können sie ja nicht direkt dort drüben beschwören, sondern die müssen von unserer Position dahin. Nein, die kannst du direkt dort drüben beschwören. Du kannst ja, wir müssen ihnen das Öl geben. Ja gut, das stimmt, aber da, ich sag mal, das können wir testen. Du kannst ja wieder wegmachen, falls er sich anfängt zu strecken. Genau, beschwören wir so eine Mage Hand und wenn der anfängt zu strecken, tust du die beschwören. Okay, wo willst du die beschwören? Ich würde sie bei mir beschwören und mal zur Bank hinschweben lassen. Genau. Ich wollte schon sagen, ich beschwöre Mage Hand in meiner rechten Hand und schicke sie. Okay. Wollt ihr beide Mage Hand beschwören? Einer bloß, beide gleichzeitig? Ich lass ihn, weil wir haben ja gemerkt, wenn es zwei, also ich gehe davon aus, dass wenn mehrere gleichzeitig laufen, das vielleicht der Grund ist, warum es schneller ging, deswegen einer nach dem erster einer. Okay. Also, ist Benjamin nur da oder hat er jetzt sein nach 19 Uhr? Ich bin noch da, ich habe nur die Kamera ausgeschaltet, okay. Also ich fange an zu ruckeln. Okay, du schickst deine Mage Hand los, voller Erwartung, ob jetzt irgendwas sich rührt, auch ganz vorsichtig. Aber die Streckbank bleibt still. Das ist gut. Gut, dann holen wir mal so ein Fläschchen Öl raus und... Ach so, genau, und die Streckbank hat ja normalerweise auch ein festes Teil und... Also normalerweise sind die beide Teile beweglich oder ist ein Teil fest, das andere Teil beweglich? Der feste Teil ist da, wo Unterkörper drauf liegt. Okay, also an den Händen ist der bewegliche Teil. Gut. Ja. Und lass mich raten, das hat dieses so wie so ein Schiffsrad zum Ziehen. Ja, genau. Kann er das in die andere Richtung drehen, dass es wieder entspannt? Es geht immer wieder zurück. Er holt einmal seine Kriegshacke hervor. Mhm. Wenn ich versuche, das damit zu blockieren. Genau, das wäre tatsächlich eine Idee. Oder halt gegenhalten mit der Mage Hand. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wiegt das Ding 10 Pfund? Das ist jetzt eine gute Frage. Warte, im Player's Handbuch steht noch Gewicht. Der sagte, es ist kleiner als die Spitzhacke im Rucksack. Der Spielleiter. Ja, aber eine Warpick wiegt 2 Pfund. Na schon, ja. Okay. Da können wir schon 5 Stück mit Mage Hand tragen. Mhm. Also theoretisch, die Mage Hand kann jede Waffe bis auf den Heavy Crossbow und die Pike tragen. Dann drücke ich die Spitzhacke mal dem Zwerg in die Hand
Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie beleidigend, DE-mäßig, dass man dem Werk die Spitzhacke gibt. Voll rassistisch. Das ist eine gute Waffe. Stereotypen hier. Nicht so gut gegen die schweren Rüstungen, gegen die leichten Rüstungen, die Drow meistens tragen. Sowas ist eher für schwere Rüstungen gedacht. Aber ja, und was genau soll ich jetzt machen? Ich muss mal gucken. Versucht mal, ob ihr das Rad irgendwie damit blockieren könnt. Mit der Magierhand. Dass es sich irgendwie verkeilt, wenn es sich dreht. Oder dass es, sobald es anfängt, sich zu drehen, die Hacke ins Holz hackt und es dementsprechend dadurch blockiert, dass ich das Rad nicht weiter drehen kann. Ja, du meinst so, das ist ja eine Kette, wo seine Hände befestigt sind. Es ist immer nur Korketten. Es ist immer nur so Metallringe, kann man sagen, die am Holz irgendwie festgeschraubt oder festgekettet, was du weißt. Ja, ich hab gedacht, das wären Ketten, die es zieht, aber jetzt verstehe ich, da bewegt sich dann im Prinzip die Bank weg. Genau. Okay. Gut. Ja, dann müssen wir irgendwie diesen Drehmechanismus da das rein, damit der blockiert. Ja. Ich sag das mal gucken. Irgendwie mit der Spitzkacke so auf der Innenseite vorne, dass sobald es sich anfängt zu drehen, die Hacke ins Holz reingetrieben wird. Dass es dadurch den gesamten Mechanismus eben entsprechend irgendwie verkeilt. Ja. Ist halt die Frage, wir haben ja auch jeder 5 Fackeln, also wir haben insgesamt noch 25 Fackeln. Sollen wir nicht vielleicht lieber eine Fackel nehmen, um das mit der Fackel zu blockieren? Dann haben wir die Spitzhacke noch. Ich weiß nicht, ob die Fackel stabil genug ist. Können wir das abschätzen? Wahrscheinlich nicht. Spitzhacke ist immer ein Metall. Ja. Also, in der Theorie haben wir mit der Spitzhacke, denke ich mal, die bessere Wahl, weil wenn wir den Typen befreit haben, dann können wir die Spitzhacke wieder mitnehmen. Stimmt, ja. Gute Idee. Könnten wir eines der Folterwerkzeuge, die an der Decke hängen, nutzen, um es zu blockieren? Ist das die Frage an mich oder an die Gruppe? Sowohl als auch. Also wenn ich mir das anschaue, sind die Folterwerkzeuge fix an Ketten festgebunden oder könnte man die von den Ketten irgendwie lösen? In der Magierhand. Du kannst es bestimmt versuchen, die mal zu lösen. Du weißt, bist nicht ganz sicher, ob die irgendwie fest sind oder reingehängt. Ich suche mal irgendwas, was irgendwie so hart und stabil aussieht, irgendwie so ein Schürhaken oder sowas, damit man irgendwie brandmarken könnte. Würde mal einem der zwei mit Magier hat sagen, versuch doch mal, das da irgendwie runterzuholen. Ich wollte schon sagen, ich leih dir meine Hand. Also ich gehe auf das Gewünschte. Ihr habt an einer Kette, die ungefähr so 2 Meter in den Raum reinhängt, siehst du tatsächlich so eine Gerätschaft, die den Erwartungen entsprechen würde oder den Beschreibungen. Allerdings hängt die an der Kette fest. Ja. Ihr müsst die irgendwie anders runterbringen. Also nur mit Mage Hanging. Definiere fest. Einkenkt in die Ketten, wahrscheinlich. Einkenkt in die Ketten und fest an der Ketten dran. So, jetzt. Ich würde einfach mal spaßeshalber so einen Eldritch Blast gegen die Kette feuern. Okay, dann geben wir mal einen Attack Roll. Ich stelle mir das gerade vor, wie so an der Tankstelle, diese Zapfhähne, das ist halt einfach da fest dran gebracht. Du kannst es in die Hand zwar nehmen und was machen, aber. Okay, dann rollen wir Damage. Also du schaffst es tatsächlich, dass du diesen Schürhaken oder Brandeisen ähnliche Teil von der Kette runtergeschossen bekommst. So. Und klangt auf den Boden runter. Problem gelöst. Sehr schön, ja. Ja, gut. Wir haben sogar noch ein bisschen Kette, mit dem wir das so festbinden können. Passiert dann, das mit der Sprengung? Jungs, versucht das mal damit zu blockieren. Jo. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwo ein Zahnrad oder sowas sehe, wo man die da zwischen ins Getriebe rammen kann, diesen Schürhaken, damit der schön noch so schön, wenn sich das dreht, richtig reingezogen wird. Okay, dann geben wir mal einen Perception-Check, bitte, verdeckt. Ich stehe theoretisch noch auf der Hälfte. Kann ich mich irgendwie einmal zu ihm hindrehen, hinten ihn, schauen und ihm die Helfenaktion geben?
dass er mit Vorteil würfen darf. So, ein bisschen weiter links. Ich weiß jetzt nicht, wie du beim Schauen helfen. Ja, komm, sag mal ja. Dass ich halt schaue und sage, hier, da. Ja, Gott, hilft ja. Das. Augenprinzip. Ja, ja, dann haben wir das. Ich halt beschreibe, was ich aus meiner Position sehe. Mhm, ja, ja. Okay, gut, passt. Dann. Okay. Also du kannst tatsächlich so den Teil vom Mechanismus ausmachen, wo das Rad in die Streckbank übergeht. Da rein! Und okay. Ich beschwöre meinen eigenen Mage, nehme diesen Schürhaken und steck den da rein. Okay, dann gib mir mal einen Attack Roll unbewaffneter Angriff. Ja, Moment, ich muss es gerade suchen. Okay, also du rammst dieses Eisenteil in den Mechanismus rein. Bleibt stecken. Gut, dann kann ich vielleicht noch die Kette nochmal da irgendwie mit reinschieben. Dass die zusätzlich. Oder hängt da kein Kettenrest mit drin? Klobig. Bitte? Dafür ist die Kette ein bisschen zu klobig. Okay, dann lassen wir das. Die so rumwickeln, dass es sich ja irgendwie entsprechend verkeilt. Das ging. Dann wird die noch ein bisschen rumgewickelt. Okay. Okay. Genau. Gut. Ist getan. So, also quasi einmal rumwickeln und dann, ich stelle mir das halt quasi gerade wie Schiffsrad vor, dass da eben so Griffe rausgucken, dass man das einmal rumwickelt und dann das Ende irgendwie über so einen Griff hakt. Dass wenn es sich dreht, es an der Kette zieht und sich damit entsprechend selber einwickelt. Okay. Jo, ich würde mal so vorsichtig mal einen Schritt auf die Person zugehen und gucken, was passiert. Okay, also die, du hörst dieses Ächzen des Holzes, als die Streckbank versucht, sich zu ziehen, aber der Keil hält. Gut, no. Dann würde ich dann renne ich zurück. Ich würde sagen, einer nach dem anderen vorsichtig zur Tür. Ich bin, glaube ich, aktuell schon am nächsten dran. Ich gehe erstmal vor. Okay. Und ihr bleibt da immer mal stehen. Genau. Ich gehe zur Tür. Ja. Und die Frage ist, wollen wir dann, wenn ich irgendwie was bemerke, rein oder wollen wir einfach nur ihn in Ruhe lassen? Ich wüsste nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Werkzeug haben, um ihn zu befreien. Ja. Brauche ich dann irgendwas zum Aufhebeln oder auf? Wie gesagt, wenn wir Soll retten, wir vielleicht dann die Fesseln lösen können, aber die hat ja, glaube ich, keiner mitgenommen. Es ist eine Holzbank. Ja, aber die Fesseln sind aus Metall. Ja, wir können die Holzbank versuchen zu zertrümmern. Warte kurz, ich gehe einmal vorsichtig auf den Elfen zu. Okay. Also je weiter du dich ihm näherst, desto lauter und lauter wird dieses Knirschen von dieser Bank. Ja, ich werde dann irgendwann groß, greif schnell nach der Bank und versuch das Holz durchzupressen. Okay, Moment. Also du kommst an diese Bank ran. Achso, okay, wenn ich rankomme, dann müsste ich mir mal... Und wirst dann groß? Moment, okay. Sekunde. Ich dachte, ich wäre noch irgendwo halb zwischendrin, deswegen. Achso. Lass mich erstmal, okay, wenn ich dann direkt, wenn ich bis an die Bank rankomme, ohne dass sich das irgendwie ausspringt und sich durchzieht. Ich wollt noch was sagen. Und zwar, als du nur so ungefähr einen Meter von dieser Bank weg bist, hörst du ein furchtbares Knirschen. Das Metallteil, was in diesem Hebel drin steckte, gibt nach, hängt aber noch fest an dieser Kette und zerrt nun mit aller Gewalt an dieser Kette. Und die Kette gibt sehr, sehr unangenehme Geräusche von sich. Okay, die Kette ist ganz schnell neu. Möchte ich mir einmal anschauen, wie die Fesseln im Holz angebracht sind. Festgeschraubt. Okay, dann werde ich groß und versuche einfach, diese Fesseln zu greifen und aus dem Holz rauszureißen. Okay, Attack Roll, Athletics Check mit Advantage. Okay. 20 gesamt. Also du packst diese beiden Fesseln, reißt sie runter, genau in diesem Moment gibt die Kette nach und mit einem furchtbaren Knirschen schabt diese obere Holzplatte nach oben. Und die Arme dieses Gefangenen baumeln frei in der Luft. Also du hast die gerade rausgerissen aus dem Holz. Du hast gerade die Hände, beziehungsweise die Arme von diesem Gefangenen in der Hand. Leblos und kraftlos.
Ich tätschel ihm einmal auf den Kopf. Wer es im Kopf nicht hat, muss es in den Muskeln haben, oder wie war der Spruch? Ja. In den Beinen. Und dann wende ich mich mal der Tür zu, wenn er jetzt einfach nur da sitzt, okay, und nicht mehr weiter, okay, gestreckt wird. Okay. Reagiert der Typ irgendwie? Nee. Also ihr könnt euch schon ausmalen, das ist nicht real, was da passiert, ja, ist. Und mehr so ein, auf jeden Fall von diesem Tempel. Person aber ist also die Frau. Ihr sollt halt davon ausgehen, dass das ein richtiges Lebewesen, ja, ist. Ja. Also er will aber außerhalb der Gefahr. Mhm. Ja. Du gehst also auf. Ich versuche nochmal Beine, die Fesseln von seinem Bein rauszureißen. Okay, dann nochmal ein Athletics-Check bitte. Auch die schöne Schreckbank nicht kaputt. Also die Rupf. Ach, da ist es nicht schade. Leg ihn vorsichtig dann ab und wend mich der Tür zu. Okay. Auf zur Tür. Also, ja, die nächste Tür ist auch wieder so ähnlich gearbeitet wie die erste, durch die ihr reingekommen seid. Also auch wieder so eine Folterkellertür. Und dahinter ist wieder Tunnel. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Genau. Ich sage euch zumindest nur was auf der Plakette vor der nächsten Tür steht. Die nächste Tür ist eine vierfarbig gearbeitete Tür. Und ihr seht auf diesen jeweilig vier einzelnen farbigen Stücken dieser Tür einen Baum in unterschiedlichen Stadien. Frühling, blühend, Herbst, blühend, mit Blättern, Blätter fallend, kahl. Und zu lesen auf dieser Plakette, die dran hängt, ist folgendes: Der Fluss der Zeit hält niemals an. Die Bäume schlagen immer wieder aus und werden kahl, bedecken ihre Blätter doch oft die Wahrheit, die sonst so offenkundig erscheint. Die Blumen sprießen und in ihrer Sprache geben sie Geheimnisse preis, die kein Lebewesen sonst kennt. Wie ein Geflecht durchdringt die Natur alle Dinge. Denn das ganze Jahr vermag es, dich voranzubringen. Okay, diesmal bin ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Zunächst mal einfach in Discord rein. Mache. Ja. Aber ich wollte es nur mal vorlesen. Ich bin hingekommen bis schlagen immer wieder aus und werden kahl. Ab da bin ich nicht mitgekommen. Ich poste in Discord, aber es war einfach mal bloß zum Vorlesen, was euch ungefähr nächste Woche erwartet. Übernächste. Jo. Gut. Dann war es das heute mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann wünsche ich viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye. Jo. Ciao, ciao. No.